Ja, was da jetzt genau vorgefallen ist, war, ich war nicht dabei, weiß man nicht, aber es wurden zwei Schweden erschossen und es waren Fußballfans, wie man jetzt herausgefunden hat. Und zwar Belgien und Schweden, die haben EM-Qualifikationsspiel gemacht. Das ist natürlich auch sehr interessant. Ist natürlich auch schön, dass die ihr Qualifikationsspiel da gemacht haben, aber es ist sehr, sehr unschön und sehr, sehr unerfreulich, dass da zwei Leute erschossen wurden. Das ist absolut daneben, aus dem Hinterhalt jemanden zu killen, muss ich wirklich ganz sagen. Also ich hoffe, dass sie den fassen und dass der lebenslang im Gefängnis hockt für seine Straftaten. Und wenn den irgendjemand da aufgenommen hat, dass das Foto auch viral geht von dieser Person, also von demjenigen, der geschossen hat. Ne, dass man den auf jeden Fall findet und Finderlohn ausspricht, beziehungsweise denjenigen auch ja, lebendig fasst und dann auch, ja, würde ich schon sagen, an den Pranger stellt.